Wir blicken zurück auf das Geschäftsjahr 2018. Ein überaus erfolgreiches Jahr für die Landesentwicklungsgesellschaft. Lassen Sie mich zunächst Herrn Krey, Frau Wosche, den über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den 8 Azubis, von Herzen Dank sagen. Ja, wir haben uns auf den ganz unterschiedlichsten Feldern bewegt, Investments getätigt für die Industrie, zur Industrieansiedlung, zur Gewinnung von Investoren, auf einem weiteren Feld der Baulanderschließung und auf einem dritten Feld der Regional-, der Stadtentwicklung haben wir, finde ich, Großes geleistet. Die Landesentwicklungsgesellschaft entwickelt sich zunehmend als der zentrale Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Gruppen. Sei es diejenigen, die nach Fachkräften suchen, andere, die Grundstücke wollen, die Investments tätigen wollen oder die Wohnraum aufbauen müssen in ihren Städten, in den Regionen. Auf all diesen Feldern ist die Landesentwicklungsgesellschaft unterwegs. Ich bin mir sicher, auch 2019, auch in der Zukunft, wird die Landesentwicklungsgesellschaft ein stabiler, ein verlässlicher Partner sein, an der Seite des Ministeriums, an der Seite vieler Ministerien, vor allen Dingen aber auch derer, die unsere Dienstleistung brauchen. Viel Erfolg!